Hallo und willkommen zu einem neuen My Hero Academia Review Video. Und heute sind wir bei der wohl most-hyped Folge, die wir erstmal eine Zeit lang haben werden. Und zwar Episode 11 von der dritten Staffel My Hero Academia, oder besser gesagt Episode 49 insgesamt ist das, glaube ich. Und heute in der Folge hatten wir das Finale vom Kampf All Might mit One for All gegen All for One. Und alter Schwede, war das hyped. Das war so unglaublich. Das war so ein kranker Kampf, über den wir heute reden werden. Und bitte, wenn ihr diese Folge noch nicht gesehen habt, pausiert jetzt dieses Video, könnt ihr mal ein Like da lassen, Spaß, und guckt euch diese Folge an, weil das war wirklich unnormal und man kann sich keine Review oder keine Erklärung angucken und kann drüber reden, ohne diese Folge gesehen zu haben. Also bitte. Ich habe nämlich da ein, zwei Kommentare mal gelesen, die das meinten, und nein, bitte guckt euch vorher die Folge an, auch wenn es nur eine ist, ihr müsst sie sehen. So viel dazu nämlich, weil die war unnormal. Aber darüber reden wir vielleicht nochmal am Ende genauer, weil jetzt erstmal gehen wir auf die Folge an sich ein, was denn so passiert ist. Die Folge ging los, interessanterweise nicht so, wie ich es gedacht habe, sondern mit einem Kampf, sondern mit einer Rückblende, in der wir erfahren haben, wie All Might zu dem geworden ist, was er ist, heißt, wie er zu seinen Idealen kam, wo er darüber redet, dass er meint, dass diese Welt ein Friedenssymbol braucht und dass er das gerne wäre. Und wir erfahren auch, wie er dann halt seine Kraft bekommen hat, also sie wurde ihm weiter vererbt, das ist ja klar. Und wir lernen hier erstmal richtig Nana Shimura kennen, die vorherige Besitzerin von der Macht One for All. Wir hatten sie in der letzten Folge als Silhouette und wir hatten ein kleines, wie nennt man das? Wir hatten eine kleine Offenbarung halt, wer sie ist und was sie dann mit unserem Schurken zu tun hat, den guten Tomura, aber dazu später auch nochmal mehr. Wir lernen sie hier jetzt richtig kennen ohne Silhouette und erfahren, dass sie halt All Mights, dass er halt ihr Schützling war. Dass sie für All Might war, was All Might für Midoriya ist. So kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Das war halt die Rückblende am Anfang der Folge. Dann kommen wir zu dem, womit die letzte Folge aufgehört hat. All Might sichtlich kaputt und gerade All for One in seinen Griffen. Also gerade auf dem Boden gedeppert gehabt. Er hat ihn gerade quasi festgenagelt. Der gute All for One schafft es dann aber mit Worten, All Might ziemlich aggressiv zu machen, wodurch der dann unachtsam wird. Und All for One es schafft, diesen dann wegzuschlagen. Straight Richtung Helikopter, um genau zu sein. Das war ziemlich knapp dann auch. Aber, oh, fuck. Kurz weggescrollt. Der gute Gran Torino ist aber dazwischen gegangen und konnte Gott sei Dank eingreifen. Aber All Might wurde hier unachtsam, als man schlecht über seine Mentorin geredet hat, über die gute Shimura. Das darf natürlich nicht passieren, heißt, der Schlag war schön in der letzten Folge, aber All Might ist jetzt leider nicht mehr ganz bei Kräften, um zu sagen genau das Gegenteil, er ist ziemlich ausgepowert. Und All for One geht sichtlich aber noch ganz gut, außer halt der Tatsache, dass seine Maske zerdeppert ist. Heißt, hier ist jetzt die Sache, was tun. Und ab da beginnt auch schon der Prozess von All Mights Zurückverwandlung. Und zwar hört seine Muskelform langsam auf. Und das nicht irgendwie so, wir sind nicht in dem Bereich, okay, er muss jetzt kämpfen und danach verwandelt er sich zurück und kann abhauen. Nein, er verwandelt sich gerade während des Kampfes zurück und man sieht das. Man hat es schon an seinem Gesicht gesehen, gerade eben, habe ich euch ja gezeigt gehabt. Und jetzt wird das alles live übertragen, den Helikopter, hat man ja gerade gesehen. Und auch die Menschen sehen, dass All Might sichtlich gerade am Verlieren ist. Also dass er eindeutig gerade ans Limit seiner Kräfte gegangen ist. Und so beginnt der Prozess, All Might verwandelt sich langsam zurück und das vor allen Augen der Menschen. Also man hat es überall gesehen, auf der ganzen Welt wurde es ausgestrahlt, nehme ich mal stark an, also nicht nur bei denen in der Stadt. Es wurde live ausgestrahlt und man hat nun live gesehen, wie All Might seine Form verloren hat. Nach einem heftigen Schlag von All for One nochmal. Also einen Schlag gab es nochmal, den All for One abgefeuert hat und All Might hat sich halt für die Person im Hintergrund da dazwischen geworfen und diesen mit seiner Faust abgewehrt und damit auch den Rest seiner Muskelform aufgeben müssen. Er ist jetzt nun quasi ausgepowert. Und nun hatte man das live vor Tausenden, vor Millionen von Menschen, dieses Anblitz, wie nennt man das denn? Man hatte den Anblick, All for One hat All Might gedemütigt, er ist nun nicht mehr der, für den man ihn gehalten hat. Und die Leute waren sichtlich schockiert, also die meisten. Midoriya hatte eigentlich eher nur Angst, weil er genau wusste, dass All Might das unbedingt hüten wollte und unbedingt hüten musste. Weil er das Symbol des Friedens war und wenn man dieses Symbol des Friedens halt zu sehr ankratzt und man dann sowas vor Augen hat, könnte das ein ziemliches Problem in der Gesellschaft darstellen. Aber All Might gibt nicht auf. Ich möchte ja, ich habe das Skript schon fertig. Ein Video zum Thema, warum All Might mein Lieblingsheld ist, habe ich letztens aufgenommen. Werde ich vielleicht nochmal ergänzen nach der Folge, ich bin mir nicht sicher.
Doch dort erwähne ich einen der Aspekte, die nun folgen. All Might gibt nicht auf, weil die Kraft ist es natürlich nicht, die ihn zum Helden macht. Es ist sein Wille und natürlich auch die Kraft. Wir müssen an der Stelle auch sagen, es ist eindeutig auch nett, dass er halt dieses schöne One for All hat. Aber er kämpft weiter, auch ohne diese Form. Er setzt alles. Er setzt den letzten Funken One for All, den er noch hat, weil er hat es ja an Doria weitergegeben. Er setzt nun alles. Und diese Folge ist einfach wunderbar, weil wir das durchgehend vor Augen geführt kriegen, wie All Might hier weiterkämpft, obwohl er eigentlich... Ja, obwohl er eigentlich nicht mehr in der Verfassung dazu ist. Dann jedoch, All for One ist ein schmutziger Gegner, er spielt mit schmutzigen Tricks. Er kämpft nicht nur mit seinen... Also er könnte All Might eigentlich easy fertig machen, hätte er das längst ausgenutzt, habe ich das Gefühl. Aber nein, er möchte All Might auch nicht nur körperlich fertig machen, er möchte ihn komplett in Grund und Boden stampfen. Dementsprechend verrät er ihm danach, was ich letzte Woche schon angesprochen hatte, was wir schon quasi wussten, dass die gute Nana Shimura, die Oma ist das, glaube ich, ja, also dass ihr Enkel von Nana Shimura, All Mights Lehrmeisterin, der gute Tomura ist. Der Anführer, der Junior-Anführer der Schurkenliga. Unser Older Dude mit der Hand im Gesicht, ja genau. Was dann natürlich ein ziemlicher Schock ist, wenn man sich denkt, okay, ich bin ihm schon begegnet, ich habe ihn fertig gemacht, ich habe mir zum Ziel gemacht, diesen Typen aufzuhalten, weil er das Böse ist. Und er ist ein strikter Verwandter von meiner Lehrmeisterin. Ich habe den Stammbaum meines Idols angekratzt, glaube ich, kann man das nennen. Er hat auch sowas in der Art gesagt halt. Das war für ihn ein ziemlicher Schock, dass seine Lehrmeisterin, die er immer so bewundert hatte, dass er nun so einen, dass er so eine Auseinandersetzung halt mit ihren Nachfahren hatte. Das hat natürlich sichtlich auch zu Folgen für All Might geführt. Also, was da in einem vorgeht, danach, wenn man erfährt, dass jemand, den du vertraut hast, den, der halt für dich alles war, was sie in seinem Fall wirklich war, wie es aussieht, Nana war für All Might wohl wirklich was. Das unglaubliche Vorbild, dass halt ihre Nachfahren, einer ihrer Nachfahren, nun Anführer einer so kleinen Schurkensekte ist. Da fragt man sich natürlich, wie kann das sein, was ist da passiert, aber davon lässt All Might sich nicht lange ablenken. Er weiß, dass er diesen Kampf hier gewinnen muss und setzt sich dementsprechend nach diesem kurzen Schock, abgeschüttet alles, alles wieder gut, ist er sich dessen bewusst, dass er diesen Kampf gewinnen muss und gibt nun alles. Und er wird auch angefeuert tatsächlich. Es ist nicht so, dass die Leute ihn jetzt sehen und Angst bekommen oder sowas. Natürlich haben sie Angst ein bisschen, aber es ist nicht so, dass man den Glauben an All Might hier verloren hat, wie ich es erst anfangs gedacht habe, weil in Animes wäre das jetzt so typisch, so der Held ist so noch schwach da, auf einmal denkt man sich so, nein, was sollen wir jetzt tun, er könnte verlieren, alle feiern aber All Might hier an. Jeder Einzelne, wir sehen, dass die ganze Stadt, überall auf der Welt gerade, oder überall in der Stadt, das ist überall, wo es ausgestrahlt wurde jedenfalls, dass jeder vor seinem Bildschirm saß und All Might angefeuert hatte. Keiner hatte ihn aufgegeben, sie wussten genau, dass nur er halt gewinnen kann und sie haben weiterhin an ihn geglaubt. Und dementsprechend ist All Might natürlich nicht so einfach klein zu kriegen. Die letzten Kräfte von One for All werden nun gebündelt und das alles in... Ja, das ist schon ein bisschen Anime-Klischee wieder, aber man könnte es so sagen, es geht nun um den letzten Schlag. Und holy moly, ab hier wurde diese Folge einfach krank, wirklich. All Might steckt nun alles nämlich in diese eine Faust und erinnert sich genau daran, was halt seine Meisterin ihm beigebracht hat. Ich glaube, wenn man das jetzt auf Englisch übersetzen, also so wie die das gesagt haben, nein, remember your origins, glaube ich, so in der Richtung war das. Du sollst dich an das erinnern, wo du herkommst. Und das tat er. Darum wurde auch der Einspieler am Anfang eingespielt, das hat perfekt gepasst. Denke an das, was dich ausgemacht hat, warum du ein Held bist. In seinem Fall war es ja, wie wir anfangs gesehen haben, dass er das Friedenssymbol sein möchte, dass diese Gesellschaft etwas braucht, woran sie glauben kann, was er der Gesellschaft geben wollte. Und darauf beruft er sich jetzt, daraus zieht er jetzt seine letzte Kraft. Und während All Might gerade seinen letzten finalen Angriff quasi vorbereitet, treffen auch die Helden ein, die gerade eben noch mit den Nomus zu tun hatten. Unter anderem halt, Moment, Endeavor, ich kann seinen Namen nicht ganz aussprechen, Endeavor. Jedenfalls treffen dann die anderen Helden ein, die mit den Nomus zu tun hatten und sorgen dafür, dass die Zivilisten auch in Sicherheit gebracht werden und versuchen ein bisschen, auch wenn es nicht ganz klappt, All for One abzulenken. Aber als dann der Nummer 2 Held natürlich hier, der ewige Rivale von All Might, in seinen Augen sieht, wie sein Idol, wie die Nummer 1 vor ihm steht, so schwach da einfach, so zerbrechlich, das ist natürlich auch eine Erschütterung für ihn gewesen, weil All Might war immer der Held, der vor ihm stand, der. Da haben wir also auch eine kleine Szene gehabt, wo ihm ganz komisch wurde, weil All Might da einfach so stand, weil so kannte man ihn nicht, auch er nicht. Und dieser meinte natürlich, All Might solle sich nicht so haben und jetzt natürlich alles gehen. Das ist beleidigend mäßig, das ist sowas, was auch Sasuke zu Naruto sagen würde oder Vegeta zu Goku. Was erlaubst du dir jetzt Schwäche zu zeigen? Gib jetzt alles. Kann man, glaube ich, so sagen. Und All Might schätzt das, nehme ich mal an, sehr, dass ihm nun noch mehr unter die Arme gegriffen wird. Keiner mischt sich in diesen Kampf ein, keiner könnte das auch, weil All Might ist der Einzige, der ihn nun aufhalten kann.
Aber die anderen Profi-Helden sind da und sorgen dafür, dass halt nicht noch mehr Schäden zustande kommen und machen die komplette Bahn frei für All Mights finalen Schlag. Aber bevor das passiert, kommen wir zu einer weiteren Rückblende, in der wir sehen, wie die gute Nana und Gran Torino sich unterhalten, über All Might unter anderem. Finde ich cool übrigens, dass wir eine Rückblende mal haben zu ihm, wie er damals aussah. Recht simples, aber freshes Design, ist halt so ein Classic-Held, finde ich auch. Wo es dann halt auch nochmal darum ging, aufzudecken, dass All Might großes Potenzial hatte und dass Gran Torino auch das damals schon von seiner Lehrmeisterin halt zugesteckt bekommen hatte. Und nun sind wir soweit. Alle feuern All Might nun an, überall, vor allen Fernsehern, auch auf diesem Times Square-ähnlichen Ding, wo Midoriya und so noch stehen. Alle Menschen stehen hinter All Might, trotz seiner schwachen Form. Und das lässt den Eid auch nochmal realisieren, dass es halt nicht darum geht, wie du jetzt aussiehst als Held. Ich meine, dieses Symbol, er ist das, er hat sich Mühe gegeben, aber sie glauben auch an ihn, wenn er halt jetzt zusammensackt. Weil sie wissen genau, er kann das trotzdem noch gewinnen. Sie kennen seine Kraft. Und sie müssen es einfach, also er muss das einfach gewinnen. Darauf müssen sie sich verlassen. All for One setzt also zum auch finalen Angriff an und kombiniert hier wieder tausende Fähigkeiten auf einmal, was echt krank unnormal aussieht. Und All Might gibt, leider haben wir nicht das Bild, das sah ein bisschen verstörend aus, als er sich danach noch vorher gesetzt hat. All Might gibt sein Bestes, um diesen letzten Funken von seiner Kraft, von One for All in sich noch aufrecht zu erhalten. Weil das, was er jetzt noch hat, ist das letzte bisschen, weil alles andere hat Midoriya bekommen. Und All Might, naja, benutzt nun seine letzten Prozente von One for All. Und damit kommen wir in den finalen Schlagabtausch. All Might und All For One treffen aufeinander und All Might setzt seinen letzten Schlag auf ihn los. Aber tatsächlich hat er sich von seinem Lehrmeister belehren lassen, von Gran Torino jetzt in dem Fall, der zu ihm meinte, dass er mit simplen Schlagattacken jetzt nichts mehr ausrichten kann, weil All For One auf ihn vorbereitet ist. Und er hat das ziemlich schnell umgesetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass er hier noch klaren Kopfs kämpfen kann. Also er hat sich davon beeinflussen lassen. Weil dieser rechte Schlag, als er diesen gelandet hat, hat er direkt seine Kraft, er hat nicht alles gegeben, das war ein Bluff, von der rechten Hand in die linke umgewandelt quasi und ihn damit nochmal eine gegeben gehabt. Heißt, er hat den Schlag gewechselt. Da das aber jedoch auch nicht ausreichend war, warte, jetzt bin ich mir sicher, Gott, wie oft hat er die Hand gewechselt? Gott, verdammt, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, es gab so viele Abtausche. Naja, All Might hat nun auch nochmal alles gegeben, beziehungsweise danach haben wir diese schöne Szene gehabt, wie wir sie kennen, dass diese Funken, die immer weiter gesprungen sind, diese Erzählung halt, wie One for All immer weiter geschmiedet wird. Und All Might geht nun jetzt, davor waren es halt die Bluffs, in den finalen Schlag, in den finalen Angriff über und bündet nun alles, die letzte Flamme, die letzte Glut, den letzten Prozent an Energie, den er auch noch durch Nana halt in sich hat, diese letzte Hoffnung, in seinen Schlag. Und er zieht volle Pulle durch. Wir haben dann unnormal einen Schlag bekommen, von dem ich euch gerne Video-Footage zeigen würde, wo das Video dann aber geclaimed wird. Also, vielleicht gucken wir uns das dann im Livestream oder so mal an, oder ich weiß es auch nicht, aber gottverdammt war das episch. Und alles, was wir danach sehen, ist halt nur die Szene von Passanten und anderem Bakugo, die hat dort stehen und sich jetzt fragen, was da gerade passiert. Also, die hatten dieselbe Reaktion wie wir. Was ist passiert? Hat er gewonnen? Die Reaktion hier gerade könnte beides bedeuten. Hat All Might verloren? Hat All For One einfach eingesteckt? Oder war der Schlag stark genug? Dieser Blick hat halt alles offen gelassen und wir sehen es daraufhin. All for One liegt am Boden. Rüstung komplett kaputt, Maske weg. KO, außer Gefecht, All Might hat diesen Kampf gewonnen. Die Medien sehen es, alle sehen es. All Might hat gesiegt. Und heilige Scheiße, was ein Triumph. Er stand dann am Ende und wirklich die letzten Prozente Kraft, die er hatte, dieses Minimum. Ich meine, er könnte jetzt nicht mehr kämpfen, aber das letzte, was er hatte, hat er jetzt nun benutzt, um nochmal seine quasi Vorbildsform anzunehmen, dieses Symbol nochmal zu verkörpern. Das hieß doch dann, haben auch die anderen Helden sich eingemischt, was macht er denn da? Jetzt muss er sich doch auch noch hier den Helden spielen, er muss doch nicht, aber das ist All Might halt. Das sind seine Ideale, meinte auch Gran Torino. Er hat sich das zur Aufgabe genommen, wie wir anfangs gesehen haben. Er wollte dieses Symbol werden, er wollte den Menschen etwas geben, woran sie glauben. Und das hat er jetzt auch am Ende des Kampfes getan. All Might steht hier, komplett nochmal aufgepumpt mit allem, was er hatte. Das letzte Mal, wohl angemerkt, er steht hier das letzte Mal aufgepumpt. Das letzte Mal im Rampenlicht und zeigt den Menschen, dass er das Symbol des Friedens ist und dass Helden alles schaffen können. In dieser Welt natürlich jetzt gemeint, aber dass man alles schaffen kann. Egal, was, wie schlecht die Lage ist, egal wie es aussieht. Er hat es perfekt hier nochmal verkörpert. Ich meine, das Ziel der Schurkenliga war eigentlich dieses Heldenideal anzukratzen, All Mights Position anzukratzen, aber meiner Meinung nach mit der Aktion halt hat All Might nochmal richtig krank bewiesen,
dass es diese Helden wirklich, dass Helden da sind, um sowas zu vollbringen, um das Unmögliche zu vollbringen, dass er hier gerade mehrmals über sein Limit hinausgegangen ist. 100, es war nicht 100%, es war nicht 120, es waren mindestens 125-30%, die er hier gegeben hat. Und damit steht er hier nun verkörpert nochmal das Symbol des Friedens zum Ende hin. Das letzte Mal für ihn. Und die Menge tobt natürlich, alle rasten aus und... Naja, dann gab es, als er wieder in seiner normalen Form war und Orphoman eingebuchtet wurde, eine letzte Kameraschwenkung auf ihn. Und einen letzten abschließenden Satz. Ich weiß nicht genau, wie ich den wiedergeben kann im Deutschen. Jetzt bist du dran, als nächstes bist du dran. Sowas in der Art. Womit man halt meinen könnte, dass es sich auf den nächsten Schurken beziehen könnte halt. Oder dass er damit sagen möchte, dass er Liang nicht fertig ist. Und falls sich irgendwas an Schurken wagen sollte, dass er sie genauso fertig machen würde. Er wollte damit zeigen, ich habe den stärksten besiegt. Du wärst als nächstes dran, wenn du das versuchst. Aber ich habe das auch nicht so aufgenommen, genauso wie Midoriya. Also ich glaube, wir alle haben das anders aufgenommen. Midoriya hat das halt so verstanden, dass All Might in diesem Sinne auf ihn gezeigt hat und... Naja, auch All Might weiß, dass er die Kraft jetzt nicht mehr hat. Er hat alles aufgebraucht. Das wissen wahrscheinlich in dem Moment nur Midoriya und All Might, dass er nun nichts mehr kann. Dass seine Kraft weg ist. All Might spricht von Midoriya, dass er jetzt dran ist. Dass er mit One for All weitermachen muss, da All Might quasi leer ist. Aufgebraucht. Und damit haben wir auch noch das perfekte Ende einer perfekten Folge hinbekommen, wirklich. Boah, diese Folge war so unglaublich actiongeladen. Es war einfach top. Ich vergebe nicht gerne 10 von 10 und ich kann es auch nicht, weil ich halt immer... Ich habe das Gefühl, man kann 10 von 10 nicht vergeben, bevor man die ganze Serie gesehen hat. Wirklich, ich möchte halt alle Folgen sehen. Wie bei Dragon Ball Super könnte ich auch nur dann vergeben. Aber wenn ich diese Serie komplett durchgesehen habe und die ganze Story abgeschlossen ist, würde ich nochmal auf diese Folge zurücksehen und dann eine Score vergeben. Aber bis jetzt, momentan, ist das wirklich eine Folge... 10 von 10. Jedoch möchte ich halt, da es halt noch potenzielle bessere Folgen in der Zukunft gibt, sage ich hier 9,99999999 von 10. Wie gesagt, weil Luft nach oben, ich möchte wissen, ob sie das irgendwie übertreffen können in Zukunft. Aber sonst kann ich halt wirklich nicht viel bemängeln. Wir hatten die Rückblicke zu All Might, wir hatten logische Schlüsse, warum er weitergekämpft hat, wir hatten unaufhaltsames Potenzial und wir hatten am Ende quasi den Moment, wo wir gesehen haben, dass diese Fackel nun endgültig weitergereicht wurde. Ich meine, die Kraft wurde schon übertragen, aber jetzt ist Midoriya am Zug. Und ich hatte einfach wirklich durchgehend Gänsehaut. Und dafür einfach mal einen heftigen Applaus. Was eine heftige My Hero Academia-Folge, wirklich. Ich gucke sie mir vielleicht sogar nochmal an heute, ich weiß es nicht, sie war wirklich unnormal gut. Und das Video ist auch ein bisschen länger geworden dementsprechend, aber es tut mir leid, es musste einfach sein. Diese Folge war einfach zu krank, dass ich nicht so lange drüber reden könnte. Ich hätte es nicht kürzer fassen können, es tut mir leid. Ich wollte es lange, ausschweifend und so ausführlich wie möglich machen, wie ich diese Folge fand. Und das habe ich, glaube ich, auch getan. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr in der Folge gehalten habt. Was ihr von der Folge hieltet. Naja, wie ihr die Folge fandet. Ob ihr da was zu bemängeln habt oder ob ihr sie einfach wie ich unnormal geil fandet. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und auch gerne Paragraphen oder sowas zu eurem Lieblingshelden oder keine Ahnung. Lasst eure Kreativität freien Lauf, weil... Von mir kommt auch bald ein Video, in dem ich erzähle, warum All Might mein Lieblingsheld ist und ich werde da mehr als ausführlich sein, also dürft ihr heute mehr als ausführlich sagen, warum diese Folge vielleicht gut oder schlecht war. Aber ich schweife ab. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet, genauso auch ein Abo, falls ihr neu seid, beziehungsweise die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokkan-Battle-Video wieder. Bis dahin, haut da rein. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschernobyl und ciao!